Während Mike den Tag genießt, rudern Maike und John über die Eider heran. Hey ja, hey ja, hey ja, hey. Dann besuchen wir jetzt mal meine Karl-Location. Flexfähre. Geradezu. Einparken. Was erwartet Maike? Aber wenn ich mir hier so die Bootsanliegestellen so ansehe, denke ich mir mal auch, dass dieser Campingplatz etwas höher gelegen ist von den Preisen her. Ja, bietet sich halt an. Wir haben halt bestimmt eine gute Nachfrage. Da kann man auch mit dem Preis ein bisschen spielen. Markus und Torge reisen ganz klassisch auf dem Landweg an. Aber auch sie haben Erwartungen im Gepäck. So, Markus. Ich bin sehr auf die Küche gespannt. Und auch auf das Restaurant, die Plätze. Geht los. Geht los. Zuerst testen die Mitstreiter den Service in der Lexfähre. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Heinke, wir sind jetzt mit dem Boot hier rüber gekommen. Aber ich habe meinen Bulli noch da hinten stehen und würde hier gerne übernachten. Du darfst hier gleich hinterm Haus rauffahren und kannst dir einen schönen Platz hier auf unserer Campingwiese aussuchen. Habe ich Strom- oder Wasseranschluss da? Strom ist da, Wasser haben wir vorne auch. Aha, ja. Gut. Was würde mich das denn kosten hier für eine Nacht? Für das Fahrzeug nehmen wir 10 Euro und pro Person 3 Euro. Und Strom, wenn Bedarf da ist, 2 Euro extra. Finde ich in Ordnung. 10 Euro fürs Fahrzeug und ein bisschen was auch pro Person nehmen. 3 Euro, völlig okay, oder? Es ist nicht überteuert. Nö, das als, auf als jeden Stellplatz Fall nicht. Für die Lage, die man hier hat, ist es preisgünstig. Auch das schmucke Hausbötchen Lena wirft Fragen auf. Kann ich damit einfach los und hü? Du bekommst eine Einweisung und dann kannst du überall auf der Eider eigentlich auch ankern. In der Hauptsaison haben wir die Lena in der Wochenvermietung für 1.200 Euro, wenn du fahren möchtest. 1.200 Euro für eine Woche wären ja dann 170 Euro am Tag. Finde ich jetzt, wenn man zu viert unterwegs ist, kann man sich das schon mal gönnen. Oder wenn man mal was Besonderes vorhat mit seiner Partnerin, ist das vielleicht auch ganz nett. Aber jetzt für den kleinen Geldbeutel ist es nichts. Ein super Preis. Ich bin da ganz erschrocken jetzt, Markus. Das ist für 4 Erwachsene pro Person gerechnet, finde ich das. Also wirklich, wirklich in Ordnung. Und habt ihr auch WLAN? Also in der Nähe des Hotels habt ihr WLAN, ja. Okay, und das lautet? Hotel WLAN. Also, ja, jetzt tut mir leid, das ist Thomas' Ding. Das die Heinke hat einen super Eindruck hinterlassen. Sie wusste, wovon sie redet, hat ein paar Mal an Thomas überwiesen. Aber ich glaube, die beiden haben auch eine klare Trennung, was das Organisatorische hier angeht. Thomas ist Betreiber des Hotels und der Gaststätte zum alten Fährhaus. Kannst du uns da Preise erzählen oder müssen wir uns da direkt an Thomas halten? Da wendet euch bitte an Thomas, der weiß da Bescheid. Bisschen Basisinformation von Ihrer Seite wäre halt top. Auf jeden Fall die Preise im Kopf haben, wäre für mich wünschenswert. Ich verstehe schon, dass jeder seine Sache hat und macht. Ey, aber das macht einfach einen guten Eindruck. Hey, die Zimmerpreise, du, die liegen bei Thomas so zwischen und aber die nächste Information, die soll er dir euch noch mal geben. Das macht er, aber das ist ganz in Ordnung und so und so. So würde ich das, ja, würde ich schon auch mich, würde ich besser finden, wenn ich es ein bisschen wissen würde. Markus und Torge machen Zeltnägel mit Köpfen und entern das Hotel am Wasser. Moin, Thomas. Moin. Moin. Das ist ja schön. Habt ihr euch mal ein bisschen den Platz angeschaut? Ja. Ja, super. Und wir haben schon ein bisschen mit der Heinke geredet. Ja. Über das Hotel konnte sie noch nicht so viel erzählen. Das Einzelzimmer ist 70 Euro die Nacht inklusive Frühstück. Das Doppelzimmer ist 85 Euro die Nacht inklusive Frühstück. Und das Dreibettzimmer ist 110 Euro die Nacht inklusive Frühstück. Ich denke mal, dass Tobi und ich gerne im Doppelbett schlafen. Ja, das machen wir. Alles super. Dann haben wir die Zimmerpreise auch mal gehört. Jo, somit können wir uns getrost der Kategorie Übernachten zuwenden. So, ich glaube, sind wir jetzt hinter der Anmeldung. Ja. Auf der Stellplatzwiese. Das könnte auch für mich einfach eine Kickerwiese sein mit einem Grillplatz. Wenn ich jetzt mir so den Boden ansehe, unebener. Wenn ich mir jetzt hier ein Zelt aufbauen würde. Liegt man sich schon mal krumm Rücken. Ja. Aber wenn ich mir so genau angucke, ganz ehrlich, ich sag, wenn wir ein bisschen feuchteren Sommer haben
Und ich komme hier mit meinem Bulli oder mit meinem Wohnmobil. Ich hätte Angst, hier wieder abzureisen, weil ich hier nicht wegkomme, weil es sehr feucht und bin der Untergrund ist nicht so fest hier. Nee, also so ein bisschen Support von unten wäre halt top. Um die Zeltwiese ordentlich hinzubekommen, hätte ich persönlich, würde ich sie einmal schön tief durchgrubbern, nur fürs Drainagerohre zu verlegen und dann wieder zu befestigen. Und die Stellplätze würde ich vielleicht 2 oder 4 sagen, auch mit Rasenkantsteinpflastern zu belegen, dass man es nicht sieht, dass der Rasen trotzdem durchwachsen kann, um auch die Festigkeit in den Platz reinzubekommen. Alter Schwede, wenn man der Maike so zuhört, könnte man sagen, sie ist eine gelernte Camping-Zeltreisen-Ingenieurin. Vermisst die Ingenieurin noch etwas auf dem Stellplatz? Mir würde vielleicht noch im Außenbereich der ein oder andere Aschenbecher oder noch auffallen, den man anbringen könnte. Und der Mülleimer. Mülleimer war doch da. Es ist doch nur ein Acker, der dir nicht gefällt. Weiß das Zimmer mit Flussblick mehr zu begeistern? Markus und Torge prüfen das Hotel auf Herz und Nieren. Das ist eine schöne Größe. Ja, schön große Dusche. Stehst du nicht die ganze Zeit mit dem Morse gegen die Wand? Von der Größe her ist es total ausreichend, ja. Gemütlich, nicht hochmodern eingerichtet, aber finde ich völlig passend zum Stil von der ganzen Umgebung. Die Preise für die unterschiedlichen Zimmer sind eigentlich okay, ne? Finde ich okay. Ich finde 85 Euro inklusive Frühstück für ein Doppelzimmer in Ordnung. Indes nehmen Maike und John die schwimmende Übernachtungsmöglichkeit Lena unter die Lupe. Boah, das hat was. Klein und hübsch, finde ich, die Lena. Lena verbindet das Beste aus zwei Welten. Schippern und Wohnen. Was will man mehr? Also ich finde, was das Equipment angeht, gerade fürs Kochen und das Leben und Wohnen da drin, war alles am Start. Mit Kaffee. Das sieht nach Gas aus. Alles blitzeblank gewienert und optimal ausgestattet. Oder fehlt dir was, Maike? Alles, was das Herz begehrt, ist da. Zu zweit 1.200 Euro die Woche ist doch ein Luxusurlaub. Besonders anders oder ja, einfach ja. Pärchenurlaub. Wir drücken mal auf Minus. Mal gucken, was dann passiert. Ja, das macht auf jeden Fall Geräusche. Draußen ist es ja eh spannender. Ich bin Kapitän auf der Titanic. Eisberg voraus. Hammer. Hier, wenn du nicht artig bist, ne? In der Eider versenken. Flamme, Gemütlichkeit. Wir loslegen. Läuft. John und Maike, wer hätte das gedacht, ne? Da hat sich ein richtiges Pärchen gefunden. In der Zwischenzeit checken Markus und Torge die Stellplätze der Dauercamper direkt am Flüsschen. Ist das nicht cool? Wenn du hier deinen Platz hast, bist du so dicht am Wasser dran. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Steg hier, ne? Also für 570 Euro würde ich sofort einnehmen. Die sind sehr geräumig, sehr groß, erste Lage am Wasser und für den Preis viel zu günstig. Also ich denke, dass man hier für den Platz 1.000 bis 1.500 auf jeden Fall nehmen könnte. Vielleicht sind das Gäste, die seit Jahrzehnten da sind und denen gibt man dann irgendwie so ein ich weiß nicht. Ich finde es auch echt ein cooler Preis. Maike und John gehen derweil zum Test des Freizeitangebots über. Spielplatz und Trimmdichtstange finden großen Anklang. Komm, einen noch. 8. 711. Ey, du schummelst, so schnell 12. Bist du nicht. Oh, ich kann nicht mehr. Lass mich doch mal atmen jetzt. Also für Kiddies finde ich den Spielplatz schon in Ordnung. Jo. Weit weg vom Wasser. Sie sind nicht schnell mal weggelaufen und plumps rein. Da sollten die Eltern schneller reagieren können. Der Nachteil ist, dass der Parkplatz natürlich da ist. Genau. Und es auch immer wieder Leute gibt, die ein bisschen schneller fahren wie Schrittgeschwindigkeit. Und Kinder ja. Sind schnell, können schnell mal unter das Auto kommen. Mein Gott, irgendwo fährt immer mal ein Auto. Ne? Dafür in die andere Richtung, einfach Landschaft pur. Bisschen, finde ich, müssen wir Eltern auch noch Verantwortung für unsere Kinder übernehmen, ein bisschen auf sie schauen. Also ich finde das schon sehr idyllisch da alles. Ich finde das Freizeitangebot
etwas wenig. Für die Kiddies hat man theoretisch fast nur einen Spielplatz. Erwachsene, die Bude. Angeln, gut, kannst du ja auch noch. Mhm. Da muss man sich natürlich auch wieder einen Schein haben. Den hat nicht jeder. Was Aktivitäten angeht, beschränkt sich das tatsächlich sehr stark auf das Führen eines Führerscheins für Boote und Angeln. Ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, also Tretboote, Schlauchboote. Gut, also so ein Motorboot, das ist ja wohl jedem klar, da darf man nicht ohne Führerschein einfach lostuckern. Abgesehen von Lena gibt es noch zwei kleine Motorboote ohne Führerschein zu mieten. Tja, und sonst so? Du kannst angeln, du kannst Boot fahren, du kannst mit dem Subboard unterwegs sein, Kanu. Es gibt im Nachbarort einen Verleiher. Wir haben die Wasserskistrecke hier um die Ecke. Also die Umgebung bietet schon einiges, aber hier direkt auf dem Platz beschränkt sich das, glaube ich, auf den Spielplatz und das Hausboot. Fahrradverleih. Ach genau, und das hat es auch noch gegeben. Genau. Also ich denke, dass es fürs ältere Publikum perfekt ist. Kinder könnten hier vielleicht ein bisschen zu kurz kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Natur dort geschätzt wird. Geschätzt wird auf einem Campingplatz auch die Sauberkeit. Markus und Torge prüfen das. Boah, ich bin positiv überrascht. Das ist ja neu. Das ist ja tippitoppi. Alles blitzblank, ne? Das ist richtig schön sauber. Die sind perfekt. Die sind neu gefliest. Alles scheint da drin neu zu sein. Die sind sauber, wirklich sauber. Mega, oder? Das sind doch Aussagen, die wollen wir hören. Gilt das auch für die Waschräume und Duschkabinen nebenan? Richtig günstig, finde ich. Also für 50 Cent kriegst du bei den meisten 2 bis 3 Minuten. Und auch sauber, ne? Guck dir den Duschkopf an, das ist quasi so neu, ich würde sogar vermuten, das wurde noch nie benutzt. Wie viele Duschen haben die hier? 1, 2, 3 und hier hinten eine große. Ja, die ist ein bisschen behindertengerechter. Wahrscheinlich, ja. Die Anzahl der Duschen, ich glaube, das waren 5 an der Zahl, ist, denke ich, für die Platzgröße vollkommen ausreichend. Da ist alles perfekt, also da kann man quasi nur 10 Punkte geben. Also was jetzt mal vorab zu sagen ist, dass man hier einfach auch stetig und ständig investiert in diesen Campingplatz, in dem Drumherum. Ne? Das ist schön, es ist ein schönes, sauberes, neues Waschhaus und zu Recht hagelt es hier 10 Punkte. Zeit für eine Zwischenbilanz. Die Mitstreiter kommen zusammen für die ersten Tendenzen. Oh, hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr hattet Zeit, euch alles in Ruhe anzuschauen. Ja. Und jetzt sind wir natürlich gespannt. Zu welchem Teilergebnis kommen die Campingfreundinnen und Freunde? Wie eventuell die Tendenz aussieht? Ja, interessiert mich auch. Ich glaube 9 im Schnitt. Meine Tendenz liegt bis jetzt bei euch beiden für Sauberkeit, Service, Übernachtung und Freizeitangeboten zwischen 6 und 7 Punkte. Danke. Okay. Ja. Das finde ich zu wenig. Ich denke, wenn Maike diese Punkte vergibt, hat sie ihre Gründe dafür. Mhm. Stört die nicht. Finde ich cool. Bei mir liegt ihr bis jetzt bei 7 bis 8 Punkten. Und von uns beiden gibt es 8 bis 9 Punkte. Super. Super, vielen Dank. Die bisherige Tendenz finde ich schon mal gut und ist ausbaufähig. Das denke ich auch. Und ich denke, dass wir das einfach versuchen, mit dem Essen jetzt noch den Rest rauszuholen. Ja, jetzt geht's los. Es geht auch ums Essen.